Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Wir unterhalten uns heute einmal darüber, wie schaffe ich Frieden in mir, wenn im Außen Krieg herrscht? Weil das ist gar nicht so einfach unter Umständen. Aber ich habe heute einen welterfahrenen, weltreisenden Gast bei mir und freue mich auf das Gespräch. Bleiben Sie bitte dran, wir starten gleich. Herzlich willkommen, lieber Clemens Kubi. Schön, dass wir uns wieder unterhalten können über ein sehr wichtiges Thema. Aber erstmal möchte ich dich noch kurz vollständig vorstellen. Du bist Filmemacher, du bist Autor, du bist Seminarleiter, du bist Regisseur und ein Experte für Bewusstseinserweiterung. Und noch wichtiger, du hast einen schweren Schicksalsschlag überwunden mit der Kraft deines Geistes, so würde ich es jetzt einfach mal ausdrücken, obwohl alles gegen dich gesprochen hat. Und so eine Situation, wie ich eingeleitet habe, wenn im Außen Krieg ist, wie schaffe ich Frieden in mir, ist ja doch eine anspruchsvolle Aufgabe unter Umständen für den einen oder anderen. Und darüber möchte ich mich gerne heute mit dir unterhalten. Herzlich willkommen nochmal. Ja, grüß dich auch, Alexandra. Und ich grüße auch alle Zuschauer und freue mich, dass wir hier wieder bei SQ24 sind. Denn hier können wir frei sprechen. Das ist nicht mehr selbstverständlich und deswegen bedanke ich mich sehr für deine Einladung. Immer wieder gerne, lieber Clemens. Ja, das Thema ist Krieg im Außen. Wir werden ja im Moment nur bombardiert, glücklicherweise mit Informationen, noch nicht mit anderen Mitteln, aber die schaffen eben einfach schon ein bestimmtes Bewusstsein für das Thema Krieg beziehungsweise schüren Ängste letztlich. Und meine Angst ist vor allen Dingen auch immer ein bisschen, dass diese Angst, die geschürt wird im Bewusstsein an so vielen Orten und bei so vielen Menschen, natürlich etwas macht mit dem Feld, dem wir ja auch alle angehören, und das Einfluss nimmt auf uns. Mhm. Und das hat sicherlich einen auch nicht unerheblichen Teil daran, dass Menschen eben einfach selbst in sich Krieg empfinden oder auch spüren oder auch vor allen Dingen die Angst davor. Mhm. Es ist jetzt auch immer die Frage danach, was ist zuerst oder was war zuerst? Ist zuerst eigentlich das Huhn oder das Ei? Also habe ich zuerst Unfrieden in mir und so entsteht Krieg im Außen? Oder ist es so, dass wenn im Außen Krieg ist, entsteht dann Unfrieden oder Krieg auch in mir? Wie würdest du das beantworten? Ich glaube, alles beginnt bei einem selber. Mhm. Denn wer ist die Gesellschaft? Die Gesellschaft sind immer einzelne Individuen. Ja. Und die zusammen kreieren ja erst die Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass es vorher die Gesellschaft gab und dann gab es die Individuen. Das stimmt, ja. Das geht gar nicht. Ja, beantwortet sich so eigentlich von selbst. Ja, also es beginnt immer bei uns. Mhm. Egal, was ich denke. Und die Politiker, wovon man glaubt, die bestimmen jetzt so unser Leben, die tun nur das, was ihnen die Gesellschaft sozusagen, was wir ihnen erlauben. Also wenn wir der Meinung sind, ja, ich habe Angst vor Viren, dann können die das ausnutzen. Dann haben die gar kein Problem. Wenn ich gar keine Angst vor Viren hätte, weil dieses Weltbild gar nicht in mir gehört, was will mir denn einer sagen? Der Virus springt 1,50 Meter oder was? Sag ich, das ist doch ein Scherz. Und so, also das fängt immer alles bei einem eigenen Glaubenssystem an. Wenn ich mich nicht ändere, warum soll sich das da oben ändern? Also es fängt immer bei uns selber an. Und deswegen auch wenn da außen Krieg ist, egal jetzt in welcher Form, ob mit Waffen oder mit Propaganda oder mit Restriktionen, mit Sanktionen, egal, das ist ja alles, gehört alles zum Krieg. Wie resoniert das in mir? Mhm. Bleibe ich dann ruhig? Geht's mir gut? Oder fange ich an, in Panik zu geraten? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Weil wenn ich in Panik gerate und immer mehr Angst habe, irgendwann gibt es den Moment, das ist wie beim Tier, da springt die Angst um in Aggressivität. Ja. Wenn du ein Tier so in die Ecke jagst, irgendwann weiß es nicht mehr aus und dann greift es dich an. In Todesmutig springt es dich an. Und das ist die größte Gefahr, dass wenn Menschen in die Angst getrieben werden, sie sich dann nur noch retten können, indem sie irgendwas
Aggressives machen. Mhm. Und dann machen sie natürlich das, was ihnen, wo ihnen die Möglichkeit angeboten wird. Sie stürzen sich auf den sogenannten Gegner. Und dann haben wir richtig Krieg. Dann ist es so. Aber man muss also schon vorher beginnen, wenn man da nicht mitmachen will, wie komme ich aus der Angst raus, ja, dass ich mir nicht Angst machen lasse. Mhm. Und da sagt man, ja, aber wenn Sie mir jetzt das Geschäft zerstören, ich hatte das schon im Lockdown, da ging es schon bergab, da sind schon etliche Firmen Konkurs gegangen. Wenn jetzt auch noch keine Energie mehr kommt, dann geht noch mehr kaputt. Also schwer, keine Angst zu kriegen. Mhm. Gerade wenn man an solchen Zulieferketten gebunden ist. So, wenn man abhängig ist, ja. Ja, mhm, genau. Ganz schwierig. Sage ich, ja. Es kommt trotzdem darauf an, wie du das interpretierst. Es kann ja auch sein, dass du das als Anstoß nimmst, so sagst, ja, ich wollte mich schon immer verändern. Aber man hat es halt nicht gemacht, weil man ist ja auch ein Gewohnheitstier. Mhm. Und dann macht man halt so weiter, wie man schon gemacht hat. Ja, und Sicherheit spielt ja auch eine nicht unwichtige Rolle, ne? Und wenn das aber plötzlich nicht mehr funktioniert, ja, bevor ich da in Angst komme, weil Angst ist der schlechteste Berater, den du haben kannst. Also es gibt keinen schlechteren. Da bist du auch nicht mehr handlungsfähig. Ja. Du müsstest dann immer gucken, welche Chancen bietet sich jetzt. Ja, ich wollte sowieso schon immer online werden. Also ich wollte schon immer irgendwie mir selber eine Webseite aufbauen und so weiter. Und weil dieser Kundenkreis, den ich hier physisch sozusagen um mir herum habe, reicht mir eigentlich nicht. Ich könnte was anderes. Also so habe ich es zum Beispiel auch gemacht. Ich bin vor Corona jede Woche gereist. Mhm. Habe in ganz deutschsprachigen Europa immer irgendwo Seminare gegeben. Aber ich hatte schon 2016, Ende 2016 gedacht, nee, du musst dich ändern. Die Zeiten ändern sich, du musst dich auch ändern. Und habe den Entschluss gefasst, ich filme das alles. Ich bin ja auch Filmemacher, also war es nicht so abwegig, die Idee, ich filme meine Seminare, mhm, und mache dazu meine Ausführungen und dann setze ich mich an den Schneidetisch und schneide das alles. Mhm. Und das hat dann tatsächlich 2 Jahre gedauert, bis ich das alles aufgenommen habe. Und dann war ich genau Weihnachten 2019 war ich fertig. Und dann kommt Corona. Und ich habe gerade die ganzen Seminare, alles, das Studium, alles, was ich da habe, habe ich online stellen können. Und die Leute rufen, ja, Clemens, wann kommst du hier wieder zum Seminar? Wir wollen gerne hier dich bei uns in der Stadt haben und so. Ich sage, Leute, es ist mir verboten. Mhm. Ich darf das gar nicht. Aber ihr könnt online gehen. Wie online? Ja, jetzt. Und es macht Rums. Mhm. Also ich kann wirklich Corona nur danken, mhm, dass das passiert ist. Weil jetzt nehmen Leute aus Peru, aus Kanada, aus Australien, alle Deutsche aus Südafrika, alle nehmen jetzt am Seminar teil. Die brauchen nicht fliegen, keine Reisekosten, nichts davon, keine Verpflegungskosten, kein Hotel, gar nichts. Die sitzen zu Hause da, wo sie sind, und machen genau denselben Bewusstseinsprozess, mhm, durch, den wir damals vor Ort gemacht haben. Mhm. Ich gebe zu, jedes Medium hat seine Vor- und Nachteile. Also viele sagen, ja, aber ich muss das physisch erleben, sonst wirkt es bei mir nicht. Ich sage, ja, aber physisch hast du ein großes Problem. Wenn du an dem Seminar teilnimmst, du kannst es nicht mit nach Hause nehmen. Du musst es dort in dem Saal lassen, wo es stattgefunden hat. Du kannst dir ein paar Notizen machen, aber mehr auch nicht. Online, das behältst dein Leben lang. Das kannst du mit anderen nochmal anschauen. Das hast du einmal bezahlt, aber es bleibt dir. Sag ich, ist doch super. Ist doch ein Geschenk des Himmels, dass du jetzt dieses Seminar wiederholen kannst mit allen und so weiter. Und hast es trotzdem nur einmal bezahlt. Also ist doch toll. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Man darf nicht nur die eine Seite anschauen. Na klar. Und ich habe ja, wie du schon sagtest, Film studiert. Ich habe auch Film gelehrt an der Uni. Und als Student, Filmstudent in Berlin damals, zwischen 1969 und 1972,
da hatten wir Zugang zu dem Filmarchiv der Alliierten. Und da konnten wir uns, weil wir ja Staatsbetrieb sind, uns Filme anschauen, die dort geheim gehalten werden. Mhm. Und da gab es einen Film über die Befreiung des KZs von Ravensbrück, glaube ich. Und da sieht man, da ist das Tor von dem KZ offen und da kommen die restlichen Gefangenen raus in ihrer Sträflingskleidung, so völlig abgemagert, also wirklich am Ende. Und rechts und links stehen die Soldaten von den Alliierten Spalier und lassen die rausmarschieren. Mhm. Das ist der Befreiungsfilm. Mhm. Mhm. Toll. Mhm. Endlich haben die Sieger dem Naziregime ein Ende gesetzt und die KZs sind befreit. Da kommt plötzlich eine Gruppe von 5 Männern und die sehen nicht so verhungert aus. Da gehen die Soldaten sofort hin und verhaften die. Ich sage, wieso werden wir verhaftet? Ihr seid Kollaborateure. Da habe ich gesagt, was sind wir? Ihr seid Kollaborateure. Nee, wieso? Wir wissen ganz genau, Verräter, die Leute an der Flucht gehalten haben oder die irgendeine Sabotage im KZ gemacht haben, die sozusagen von der Lagerleitung eingesetzt wurden in Sträflingskleidung, die haben extra Essensrationen bekommen. Mhm. Und ihr seid ja, wie man sieht, nicht verhungert. Ihr seht ja alle gut aus. Mhm. Sagen sie, nee, wir waren keine Kollaborateure. Ab ins Gefängnis. Und da mussten die beweisen, dass sie keine Kollaborateure sind. Ja, aber wieso seid ihr noch gut ernährt? Wie lange? 3 Jahre im KZ und ihr seht so aus? Kann nicht sein. Dann sagen sie, pass auf, es geht so. Wir 5, immer wenn es Essen gab, ich weiß nicht, ob man das Essen nennen konnte, so ausgekochte Schnürsenkel oder irgend sowas. Da haben wir uns zusammengesetzt. Beten war ja auch verboten im KZ. Wir haben uns zusammengesetzt, aber an eine Ecke und haben gesagt, guten Appetit, guten Appetit. Und haben gesagt, Mensch, ist die Suppe heute gut? Mann, die ist ja noch besser wie gestern. Oh, ist deine Suppe auch so gut? Darf ich mal probieren? Das ist ja eine Hochzeitssuppe. Ist ja unglaublich, was wir heute wieder ein tolles Essen kriegen. Und die anderen haben gesagt, oh, wir verhungern. Oh, ist ja Katastrophe, das ist ja nur heißes Wasser, Abspülwasser, das ist ja nix. Da bin ich ja gleich tot. Nur mit dem Geist haben die das geschafft, nicht abzunehmen. Mhm. Und was lehrt dir das? Geist herrscht. Kapierst du irgendwann was? Wie behältst du Frieden in dir? Mhm. Wenn du dahergehst und sagst, was gibt das für ein Fraß? Die machen uns hier fertig. Ja, dann bist du fertig. Wenn du deinen Geist benutzt, dein Geist ist der Chef vom Körper, wenn du dem sagst, das ist eine Hochzeitssuppe, da, unglaublich, wie das wirkt. Und wenn du dieses Prinzip kapiert hast, dass dein Körper kein Eigenleben hat, dass du selber hast. Es gibt zum Beispiel einen wunderbaren Film von dem Komiker Benigni, dem Italiener. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Mhm. Ein wunderbarer Film. Der fängt damit an, Benigni spielt selbst die Hauptrolle und sein Sohn, sein 8-jähriger Sohn damals, spielt die zweite Hauptrolle. Und die fahren in der Toskana mit dem Fahrrad den Berg runter, die Kirschbäume blühen und die fahren und sagen, ist das Leben nicht schön? Mhm. Das Leben, Papa, das Leben ist so schön. Ui! Am nächsten Tag steht die Gestapo vor der Tür und verhaftet ihn, weil er irgendwie Halbjude ist. Mhm. Und nimmt den Sohn gleich mit. Und dann sitzen die im Gefangenentransport. Und der Bub sagt zu seinem Papa, du hast doch gestern gesagt, das Leben ist schön. Sagt er, ja, es ist doch schön. Schau mal, wie das klingelt. Oh, ist doch toll. Und die kommen ins KZ. Und der Vater macht aus allem, was in dem KZ gibt, einen Witz. Nur weil er seinen Sohn liebt. Ja. Nur deswegen, weil er dem nicht die Laune verderben will. Und der erzählt ihm, ja, die Knöpfe, der sagt, das sind doch die Knochen von den Menschen. Sagt er, nein, das ist jetzt der Knopf. Und also, es ist irre. Du denkst im Kino, sag mal, soll ich jetzt schreien? Das geht doch nicht. Der
auf Deutsch gesagt, der verarscht doch den ganzen Holocaust. Der kriegt sogar von der Jüdischen Akademie in Los Angeles, kriegt der einen Oscar. Und der Film wird sogar in Israel vorgeführt. Mhm. Sag ich, boah, da hat der ja was geschafft. Das schafft keiner. Mhm. Der hat wirklich gezeigt, es ist wirklich nur das, wie du das interpretierst. Ist so, ja. Da gibt es auch einen ganz tollen Schriftsteller, der das auch gemacht hat. Mhm. Kennen auch viele. Viktor Frankl, oder? Ja, ja. Viktor Frankl. Mhm. Der war auch im KZ. Mhm. Und der kam glücklich aus dem KZ. Oh, wie geht denn das? Sag ich, ja, es herrscht Krieg und du musst glücklich bleiben. Also lerne dir, deine eigene Wirklichkeit zu erschaffen. Und das kannst du mit der Kubi-Methode. Das machen wir jeden Tag. Jeden Tag entwickle ich mit jemandem, der völlig im Loch sitzt. Der sagt, oh Gott, mir geht's so schlecht. Ich habe das, ich habe Angst, ich habe kein Geld, ich habe das, ich habe eine Scheidung. Außerdem bin ich krank und so weiter. Ja, jetzt machen wir die Liste. Jetzt liest dir bitte nochmal deine ganzen Krankheiten und Probleme vor. Wir machen jetzt sofort den ersten Bewusstseinssprung. Wir sprechen ab sofort nicht mehr von Krankheiten. Die magst du doch nicht. Nein, also Strich. Und Probleme mag ich auch nicht. Streich auch. Wir nennen das deine Projekte. Mhm. Dein Krebs ist ein Projekt. Mhm. Ein Projekt ist eine Herausforderung. Ja. Die will ich meistern. Mhm. Also gut, lies dir deine Liste mit den Projekten vor. Laut. Bei dem bleibt mir gleich die Stimme weg. Oder da wird es mir heiß. Oder da fröstelt es mich. Oder da könnten mir die Tränen kommen. Sag ich, Bingo, du hast getroffen. Bei diesem Punkt, der dir deine Lebensqualität ziemlich stark einschränkt, da ist deine höchste Betroffenheit. Also fangen wir damit an. Aber es gibt Leute, die lesen ihre Liste runter und sagen, naja, das ist alles dasselbe Scheiß. Ne? Mhm. Aha, sag ich. Welches Projekt, das da auf der Liste steht, ist denn das älteste? Wie das älteste? Ja, das du schon am längsten in deinem Leben mit dir rumschleppst. Das ist die Diabetes. Die hatte ich schon mit 7 Jahren. Aha, ah ja. Schau mal, siehst du den Zusammenhang von all den Projekten, die auf deiner Liste stehen? Siehst du den? Die haben alle was miteinander zu tun. Was? Ja, du bist doch der Zusammenhang. Sind doch alles deine Projekte. Sind doch nicht meine. Gehören alle dir. Also, wer ist doch das Ökonomischste? Du fängst mit dem Ersten an. Wenn du das harmonisiert, geheilt hast, kann sein, dass du ganz viele der Folgeprojekte mitgeheilt hast. Das geht so hoch. Mhm. Weil das alles sind nur Folge von der Folge von der Folge. Also ist es schlau, fang mit dem Frühesten an. So, und jetzt machst du das. Jetzt musst du mit der Kubi-Methode die eine Szene finden, die ursächlich mit diesem Konflikt zu tun haben, der sich in dem Symptom manifestiert. Also zum Beispiel bei Diabetes. Was kann da gewesen sein? Warum? Mit wie vielen Jahren sagst du? Mit 7? Hast du die gekriegt? Ja, mit 7. Sag ich, was war mit 7? Mit 7? Ah, ja, da haben sich meine Eltern getrennt. Ah, siehst du? Und? Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie du, sag ich, ja, verdrängt hast es, weil es nicht, aber dein Körper muss es irgendwie aushalten. Was ist denn bei Diabetes? Was passiert denn da? Ja, die Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht mehr richtig. Siehst du, was macht die Bauchspeicheldrüse? Die regelt den Zuckerhaushalt. Ach ja, schau mal, was du weißt. Zucker. Zucker ist was? Süß. Also, als deine Eltern sich getrennt hat, war die Süße des Lebens weg. Puh, kommen die Tränen. Das ist jetzt immer ein Punkt. Ja, was machen wir jetzt? Meine Eltern sind ja auseinander. Das spielt gar keine Rolle. Die Suppe im KZ war auch nix.
Aber sie haben sie anders interpretiert. Sie haben sich eine neue Wirklichkeit erschaffen. Mhm. Und die wirkt. Mhm. Also bitte, jetzt nimm eine Szene und schreib die so um, erschaff dir selber eine neue Wirklichkeit, wie du jetzt deine Eltern haben willst. Das geht doch gar nicht. Sag ich, wieso? Kannst du dir doch ausdenken. Jetzt komm, schreib mal auf. Du sagst da, der Papa packt gerade seine Sachen, er fährt da weg und so weiter und das war das Ende. Was war da? War da Herbst oder war da Sommer? Was war da? Nee, das war im Frühling. Ja, gut. Welche Farbe hat das Auto von ihm? Blau. Ah, weißt du noch? Ja, sehr gut. Schau. So, was ist jetzt? Ja, ich stehe hinterm Fenster und sehe das. Ich bin 7 Jahre alt. Und, fährt er ab? Ja, er fährt ab. Hat er sich bei dir verabschiedet? Ja, das hat er aber schon irgendwie eine Stunde vorher gemacht. Und, wo ist deine Mutter? Weiß ich nicht. Er steigt ein und fährt ab. Boah, jetzt ist mir schon wieder schlecht und so. Mhm. Ich merke es in der Bauchspeicheldrüse. Ja, ganz furchtbar. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir da den roten Strich. In der Sekunde, du siehst, der Papa geht jetzt zum Auto. Was wäre das Beste? Er fährt nicht weg. Ich sage, ja, aber warum soll er jetzt plötzlich nicht wegfahren? Ja, weil ich das nicht will. Ja, sag ich, ja. Wie bringst du das deinem Papa bei? Sag ich jetzt, komm, Fantasie, Kreativität. Du stehst da hinterm Fenster. Was willst du machen? Oh, weiß ich nicht. Sag ich, ja. Du möchtest deine Diabetes heilen, hast du gesagt. Oder nicht? Also warte, komm, jetzt, wir brauchen jetzt eine Heilenergie. Was ist das? Oh, am liebsten würde ich bei ihm mitfahren. Ach ja, dann hast du aber deine Mama verloren. Ja. Die Leute wissen nicht, wie die Lösung ausschaut. Ja. Sie kann sich keine Idee. Ja. Sag ich, was wäre für dich das Schönste? Boah, und da dauert's. Ja. Dann sag ich, komm, jetzt aber Gas geben, jetzt komm. Ja, ich renn runter. Ja, komm, renn. Wie lang ist die Treppe? Renn, der Papa fährt gleich weg, du musst schnell sein, schnell. So, und was machst du jetzt? Ich sag, Papa. Was macht der Papa? Er sagt, tschüss. Puh, was machst du? Ich schmeiß mich vors Auto. Wow, du bist stark. Echt? Was macht er? Ja, jetzt muss er stehen bleiben. Oh, und jetzt entwickelt sich eine neue Geschichte. Mhm. Jetzt kommt eine Geschichte zustande. Da schreiben wir zwar, wie am Drehbuch, schreiben wir in der Woche dran. Aber wir haben am Schluss eine Lösung. Oh, die tut so gut. Mein Zuckerhaushalt ist, es ist nur ausgedacht. Ja. Es wirkt. Ja. Es gibt sogar Leute, ich weiß nicht, ob Sie dazugehören, die sitzen in einem bequemen Sessel. Die Luft ist gut. Die haben ihren Popcorn auf dem Schoß und die heulen. Sag ich, Moment, was heulen die denn da? Das ist doch nur Licht und Schatten, das ist ein Schauspiel. Ja, der stirbt jetzt, der stirbt. Du sprichst davon, wenn sie einen Film schauen, ne? Ja. Mhm. Sag ich, der stirbt nicht. Wenn der Kameramann zu ihm sagt, stirbt noch einmal, stirbt er noch einmal. Deswegen brauchst du doch nicht heulen. Mhm. Die Tränen sind echt. Ja. Sag ich, bitte, hast den Beweis. Mhm. Illusionen verändern den Körper. Also bitte, deine Geschichte mit deinem Papa, jetzt nochmal. Und jetzt glaubst du dir, jetzt sagt nicht die Ratio, ist ja alles Blödsinn. Nein, sagt sie ja im Kino auch nicht. Ich bin Filmemacher, ich weiß, wie das funktioniert. Wir schreiben solche Szenen auf, die wirken. Ich konnte meinen Studenten an der Uni sagen, du, mit dem Skript wirst du die Kosten von deinem Film nicht einspielen. Das wirkt nicht. Ja, wieso nicht? Also, ja, schau mal, das ist doch lächerlich, was hier steht. Das glaubt doch keiner im Kino. Das ist doch kein Erlebnis. Das musst du so schreiben, dass es richtig emotional wirkt. Ach so, ja, schreib nochmal dein Drehbuch um. Und das mache ich heute immer noch. Mit jedem Klienten schreibe ich dann ein Drehbuch. Mhm. Und er sagt, meine Diabetes ist weg. Mhm. Sag ich, ja. 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 Fantastisch.
Prost auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Deswegen bin ich ja Filmemacher. Ich hätte diese Methode wahrscheinlich nicht entwickelt, wenn ich nicht vorher schon jahrelang Filme gemacht hätte. Und dann musste ich mich selber heilen. Und das ging auch nur durch Imagination. Ja, fantastisch. Das ist sogar unsere größte Fähigkeit. Ja, das stimmt. Die Imaginationsfähigkeit ist die größte Fähigkeit. Wenn ich sage, hier mit deinem Kugelschreiber, das ist Imagination. Wenn ich Backe Kuchen mache, das ist Imagination. Mhm. Ihr braucht euch nur mit meiner Webseite verbinden, dann sind wir auch zusammen. Ich mache jede Woche Live-Sendungen, da könnt ihr sogar eure Fragen stellen und ich antworte euch, ich sehe euch im Zoom-Meeting und so weiter. Also wir können eine echte Verbindung aufbauen, überhaupt kein Problem heutzutage. Clemens Kubi zum Anfassen, fast. Vielen herzlichen Dank.